Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 1, dem Spiel, in dem es um die Existenz der Menschen geht. Was sind wir? Wo sind wir und was ist unsere Aufgabe in diesem Universum? Und warum steht der Timer auf 1 Stunde 59 Minuten und 50 Sekunden? Dies und vieles mehr werden wir in Let's Play Portal 1 herausfinden. Wir starten erstmal ein neues Spiel. Also dieses Let's Play ist nicht blind, ich hab's schon durchgespielt. Ich hab's nicht bereut, das Spiel ist richtig gut. Und jetzt werde ich mit euch nochmal durchschlüpfen. Die Testkammern werde ich nicht stundenlang dran failen, nur noch so halbe Stunde lang dran failen, halt nicht mehr so viel. Aber ich will jetzt gar nicht weiter quatschen, doch will ich eigentlich. Also ich werde die Geschichte, ich werde GLaDOS und so alles laufen lassen und nicht alles so drüber labern. Damit die, die das Spiel noch nicht kennen, natürlich auch etwas mehr davon erfahren. Der Sound ist gerade ziemlich laut, egal. Passt schon. So, neues Spiel starten. Lade Daten. So, ich halte jetzt erstmal meine Schnauze, wenn jetzt die Ansage kommt. Kleines Tutorial, WASD das übliche. Mit E nehmen wir Sachen und stecken sie in die Toilette. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture Science. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, me fallar muchas gracias. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Okay, das war die erste Ansprache. Die zweite folgt jetzt direkt, schätze ich mal. So werde ich dieses Let's Play nicht ganz so viel reden. Aber jetzt sind wir auch schon in der ersten Kammer. Das schaffe ich noch. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Achso. Okay. So. Testkammer Nummer 1. Also war das da hinten noch gar keine Testkammer. Es kann nichts passieren. Okay, gehen wir mal rein. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions-Superknopf. Ah, welch einprägsamer Name für diesen Knopf. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Alles klar. Tun wir das auch nicht, wenn uns das gesagt wird. Das ist das Einzige, was mich an Portal nervt, dass der zwischen jeder Testkammer laden muss. Hätte ich mir lieber eine längere Wartezeit am Anfang über mich ergehen lassen und dann der Rest so. Aber naja. Sie machen das sehr gut. Danke. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Okay. Naja, warum nicht, ne? Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Und Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Die Frage ist nur, was man mit dem Gerät machen darf. Kammerschleuse. Nee, 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 nee.
ist durch. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Das möchte man natürlich, seine Töchter testen zu lassen, wenn man mit so einem scheiß Gerät hier rumlatschen muss, ne? Das möchte jeder. Lade Daten. Willkommen in Testkammer 4. Mhm. Sie sind gar nicht schlecht. Danke, danke. Ja. Und das Radio. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Also das mit dem Radio, das ist irgendwie ein... Boah, ist das gerade laut auf dem Ohr, ey. Kinders. Das mit dem Achievement, das mit dem... Jetzt bin ich wieder raus. Das mit dem Radio ist irgendwie so ein Achievement. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen muss, aber irgendwie muss man das mitnehmen. Weiß ich auch noch nicht. Ich bin ein bisschen verschnupft, deswegen hört ihr manchmal so sowas so. Ich versuche es aber zu so wenig wie möglich zu halten. Und wisst ihr Bescheid? Das war unnötig. Ja. Na. So. Na. Na. So. Da ist es wieder. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Aha. Ha? Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2. Boah. Ich muss mal gerade den Zaun ein bisschen leiser machen. So. Okay, jetzt ist leiser. Viel besser. Das kann ich mich selber nicht hören. Ey. Ich trinke was. Ah. Ja, ich bin im Moment ein bisschen kränklich, ein bisschen erkältet. Wegen. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjekt Wohnort hier. Sehr gut programmiert, sehr gut programmiert. Ja, ich habe mir einen zweiten Bildschirm gegönnt. Letzte Woche Dienstag. Ja, und jetzt habe ich da so eine schöne Stoppuhr und mein Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Jetzt habe ich jetzt eine Stoppuhr und so einen Scheiß. Dann stoppe ich immer bei einer geraden Zahl vor allen Dingen, bei 15 Minuten, 30 Minuten oder 45 Minuten oder halt wie lange ich mache. Weil ich habe keinen Bock, verschiedene Aufnahmen in ein Paar zu schneiden. Da fehlt mir die Zeit und die Lust. Und mich nervt es irgendwie. Ich mag Beachten es, wenn... Hallo, meine Schnauze! Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf ihrem Testbogen, gefolgt von ihrem Tod. Viel Glück. Oh, verfickte. So. Genau, weil ich mag es einfach, wenn ein neuer Part mit einer neuen Aufnahme anfängt. Ich persönlich meine jetzt. Ja. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ah. Also die Kotzpur sieht in Portal 1 noch nicht so. Das sieht eher so aus wie so alte Böden aus der Turnhalle. Das erinnert mich irgendwie immer daran. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Ja. Versuchen Sie es erst gar nicht. Hm.
nee, geht ja gar nicht. Ja, an diesem Test habe ich auch meine paar Minütchen gesessen. Und am Ende ist es einfach so derbe einfach. Da ist wieder das Radio. Das ist wirklich schlimm. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese... Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Warte mal, ich versuche mal, ihn da ranzukommen. Okay. Ah, scheiße. Du. Ja, also manche Lösungen sind so einfach, aber man kommt am Anfang einfach nicht drauf. Siehst du, da ist da ist das Achievement. Naja. Lade Daten. Hallo, hier wieder unsere frühere Warnung. Die Beherrschung des Luftvollimpulses. Achso. Wollte ich auch gerade sagen. Spektakulär. Ja. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Jeden oder Fall. Genauer gesagt, wie nicht. Das wissen wir. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Das hier war, glaube ich, das letzte Level in der Demo. Portal 1 First Slice oder so. Das erste Stück. Ist ja halt auch nur eine Demo. Ja, bis dahin habe ich, glaube ich, dann die Demo gespielt, bevor ich es mir gekauft habe. Habe ich auch wieder ordentlich reingeschissen, ne? Ich habe 9,99 € für Portal 1 ausgegeben und 19,99 € für Portal 2. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Auf jeden Fall dann insgesamt 30 € für Portal 1 und Portal 2 ausgegeben und jetzt gibt's beide für 6 €. Für 6,99 €. 49. Ja, das hat mir auch einen Ast gefreut, ey. Nicht schön. Also habe ich das 5 € gezahlt. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hey! War das richtig? Ja. Hallo! Hallo! Und wir warten. Bis wann eigentlich? Geh mal hier durch. Das sieht doch echt so aus wie so ein Turnbelag. Also dass es sich ein bisschen bewegt. Das Gerät kann jetzt 2 verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnaktien. Ganz schön teuer ist das, außer sie wohnt in so einem Kaff. Wie ich. Nein. Ja, nicht so ein Mega-Kaff, wo ich wohne. Kleidungskaff. Quatsch, eine größere. Egal. Vergiss es. Ist sehr entspannend. Spannende Musik.